Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mal wieder die allererste und älteste Staffel Freifeld rausgekramt und dachte, ich habe mal gerade 10, 20 Minuten Zeit. Was machst du? Ach komm, ich hau mal fix eine Mitfahrt raus mit unserer Straßenbahn-Ringlinie. Das Ding wird sicherlich sehr ruckelig werden. Ob es wirklich cool wird, ich weiß es noch nicht. Aber ich hatte schon immer vor, noch so einige Mitfahrten auch mal mit der Tram oder mit dem Bus in Freifeld abzufüllen. Von daher, jetzt ist die Zeit und ich tue das einfach. Wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Und wünsche euch jetzt mal viel Spaß mit dem Video. Hier hinten kommt auch schon unsere Straßenbahn. Die T106 ist die Linie. Ich pausiere das Game einfach nochmal kurz und wir gucken uns nochmal die Linie fix an. Ganz, ganz grob. Ihr seht, das ist eigentlich eine Ringlinie, welche sozusagen das eigentliche Freifelder Zentrum und die Freifelder Altstadt umkreist. Und ich bin wirklich nicht vorbereitet, weiß nicht, wie gut oder schlecht die Performance wird. Ja, es wird ruckelig. Bin mir nicht sicher, ob das Ganze wirklich auch sehenswert ist. Da lassen wir uns jetzt alle mal gemeinsam überraschen. Aber ja, ich bin mal guter Dinge. Und wir starten einfach mal. Sind hier gerade am Hauptbahnhof Freifeld. Und ich kommentiere das Ding auch gar nicht weg. Ich lasse es einfach mal laufen. Mach mich auf stumm. Bin gespannt, wie es ausgeht. Get away, girl. Now I only wanna get away.
Boah, hier auf der Kreuzung geht's zu mit Durchfahrt durch die Straßenbahn und hast du nicht gesehen. Naja, c'est la vie, das soll's denn soweit mal gewesen sein, gell? Was hab ich gesehen? Viele, viele Ruckeleien, aber ja, ist so. Tatsächlich sollte ich so ein Projekt nochmal neu anfangen, wüsste ich, wie ich das Ganze noch performance-optimierter auch gestalten würde. Aber das Ding ist halt verguckt und vergeigt hier. Was habe ich noch gesehen? Starke Steigungen und Gefälle, das ist auch so ein Thema hier. Da war ich einfach noch damals, ja, zu laienhaft unterwegs. So, wir steigen mal aus. Was war noch zu sehen? Wenig Detailschönbau, gell? Also, es ist zwar imposant viel an Stadt, aber entsprechend, huch, wo bin ich gelandet? Wenig Details, das muss man auch sagen. Könnte besser sein, könnte mehr sein. Ein paar schwebende Autos habe ich gesehen. Und dann weiß ich nicht, ob ihr es gehört habt. Während der Aufnahme ist tatsächlich im Real Life der Staubsauger hier aktiviert worden. Keine Ahnung, was schon wieder mit der besseren Hälfte los ist. Aber ja, so viel mal dazu. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Kurz und knapp, wir machen mal so ein paar Mitfahrten. Hier das Taxi, das fährt jetzt auch rüber zum Flughafen. Weiß gar nicht,
Für alle, die den Flughafen nicht kennen, der steht hier hinten irgendwo. Auch hier wird's mal, der fährt dann so ein bisschen durch die Landschaft hier und hier gibt's noch so ein, ja, so ein Landstreifen, der ist auch gut bebaut. Da wird es noch einige kleine Mitfahrten geben. Ich filme das mal ab, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, jojo, das ist ganz cool. Oder ihr könnt auch mal reinschreiben, lasst es, schmatzt ihr das ab. Aber jetzt für die Sommerzeit, wo die Klickrate sowieso nicht so hoch ist und die Zeit eher Mangelware ist, finde ich, ist das noch eine ganz gute Sache, um mal ein paar Videos rauszuhauen. In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund, haut ein Abo raus, wenn noch nicht geschehen, lasst ein Like da, schreibt mir einen Kommi, ich würde mich freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Macht's gut, baba, ciao, ciao, der Checo, servus.